Es gibt Autoliebhaber und es gibt Filmenthusiasten. Aber was passiert, wenn man eine Kombination aus beidem hat? Man bekommt Träume, die in die Realität umgesetzt werden. Diese Fanatiker nutzen alles, was ihnen zur Verfügung steht. Finanzen, Fähigkeiten, Inspiration, Arbeit aus Liebe, um lebensechte Versionen der beliebtesten Filmfahrzeuge zu bauen. Hier sind 10 der beeindruckendsten Filmautos aus dem wirklichen Leben. Nummer 10. Optimus Prime. Der engagierte Vater Joe Fiducia aus Monroe County im US-Bundesstaat Pennsylvania wusste, dass sein Sohn ein so großer Fan der beliebten Transformers-Franchise war, dass er es auf sich nahm, die weltweit erste Nachbildung von Optimus Prime, dem Anführer der Autobots, in Originalgröße zu bauen. Der etwa 10.000 Kilogramm schwere LKW ist 9 Meter lang und 3,7 Meter breit, mit einer spektakulären rot-blauen Lackierung und über 16 Autobot-Logos. Noch spektakulärer ist, dass Joe dies alles ohne jegliche mechanische Ausbildung geschafft hat. Eine ziemlich beeindruckende Leistung. Er mag nicht in der Lage sein, sich zu verwandeln, wenn die Decepticons versuchen, die Weltherrschaft zu übernehmen, aber Joes Botschaft ist genauso inspirierend wie eine, die du von Optimus Prime selbst hören würdest. Egal wie unmöglich etwas erscheinen mag, habe niemals Angst davor, es zu versuchen. Heute reist dieser von einem Fan gebaute Optimus Prime überall hin und tut Gutes und trifft sich sogar mit einigen anderen Autobot-Nachbauten. Nummer 9. Abschlepper Hook. Eddie Paul hat Jahrzehnte damit verbracht, hunderte von Autos für Fernsehen und Film zu bauen, einige modifiziert und andere von Hand gebaut. Eddies erste Filmautos waren 36 Hot Rods, die er in nur 2 Wochen für den Film Grease gebaut hat. Als Jay Leno vorschlug, Eddie für die Herstellung einiger Fahrzeuge zu verwenden, um für seinen Film Cars zu werben, wusste Pixar, dass sie den liebenswerten Charakter Tow Martyr als Köder einsetzen mussten. Eddie wollte schon immer diesen treuen, mit einem Traktor bestückten Abschleppwagen bauen und Pixar sagte ihm, er könne den Job haben, wenn er zuerst das Rennauto Lightning McQueen und die weibliche Hauptdarstellerin Sally Carrera bauen würde. Ein Kinderspiel. Eddie baute Lightning McQueen aus einem Trans Am und Sally, indem er den Radstand eines Porsche verkürzte. Dann machte er sich an Hook heran, als er einen Big Block 77 Chevy Duale Pickup mit Automatikgetriebe fand. Hooks liebenswertes, schiefes Lächeln einzufangen, war die größte Herausforderung, die Eddie dazu brachte, den Kühler im Fahrerhaus zu verschieben, um Platz für seine Hasenzähne zu schaffen. Es dauerte etwa 4 oder 5 Wochen, Martha zu bauen, und die Arbeit erforderte 20 ABS-Kunststoffplatten, 6 Stahlplatten und 27 Liter Farbe. Aber das Ergebnis hat Pixar definitiv glücklicher gemacht als ein Tornado in einem Wohnwagenpark. Nummer 8. Feuersteinmobil. Ist es nicht der Traum eines jeden, aus einem Volkswagen Polo ein Fahrzeug aus der Steinzeit zu machen? Es war jedenfalls ein Traum für diesen Autoliebhaber und Fan der Flintstones. Der deutsche Ingenieur Sebastian Trager entfernte alles außer Karosserie, Motor und Rädern der Fahrzeuge und setzte eine Holzrahmenkonstruktion und Sitzbezüge mit Leopardenmuster ein, um das Feuersteinmobil zu schaffen. Er fügte auch Holzbänke und ein Stoffdach hinzu, sodass es eine fast exakte Nachbildung des Haupttransportmittels von Fred Flintstone sein konnte. Das Einzige, was dem Flintmobil nicht genau entsprach, war die Antriebskraft. Die Nachbildung verwendete einen 1,3 Liter Motor, der unter der vorderen Walze versteckt war. Trotz all der Arbeit, die für Trager ein Jabba Jabba Do zu sein schien, war es für die deutsche Polizei ein Jabba Jabba Don't, da sie das steinzeitliche Fahrzeug für zu unsicher hielt, um es im Straßenverkehr einzusetzen. Ja, leider übertrumpft bei diesem Meisterwerk keine Windschutzscheibe oder Scheibenwischer, keine Sicherheitsgurte, Scheinwerfer und Blinker die Ungeheuerlichkeit des Herumfahrens. Positiv zu vermerken ist, dass das Feuersteinmobil jetzt in Ausstellungen für Autoliebhaber und Feuersteinfans gezeigt wird, ebenso wie Trager. Nummer 7. Der Ford Explorer von Jurassic Park. Hold on to your butt. Für diesen Fall solltest du dich besser festhalten. Christopher O'Garan aus Houston, Texas, beschloss, eine exakte Nachbildung des Ford Explorer aus dem Science-Fiction-Abenteuerklassiker Jurassic Park zu bauen. Aber da dieser Film zu dem Zeitpunkt, als er diese Entscheidung traf, über 20 Jahre alt war, musste er sich im Grunde genommen auf sein eigenes Abenteuer begeben, um alle richtigen Teile zu finden. Doch der Jurassic Park verlangt nach Jurassic-Maßnahmen. Er konnte das richtige Modell des Explorer für nur $500 auf Craigslist finden und verbrachte dann 2 Jahre damit, den Nachbau zusammenzustellen und seine Fortschritte im Internet zu veröffentlichen. Christopher ging sogar noch weiter, indem er 2 Kathodenstrahlröhrenbildschirme installierte, um ein Tourvideo von Jurassic Park abzuspielen. Das Endprodukt sieht aus, als käme es direkt vom Filmset. Nummer 6. Das Auto von Donald Duck.
Die Norweger scheinen große Fans von Donald Duck zu sein. So sehr, dass der Amca Club 1991 für eine Autoshow eine funktionstüchtige Version seines Autos, eine Belch Fire Runabout von 1934, baute. Diese Kreation sieht aus wie eine äußerst genaue Darstellung seines Cartoon-Pendants, das von Donald Duck aus Teilen verschiedener Autos gebaut worden sein soll. Die Imitation wird von einem Opel Kadett-Motor angetrieben, aber alle anderen Teile wurden nach Maß angefertigt. Es enthält sogar ein Nummernschild mit der Nummer 313, das Donald Ducks Geburtstag, den 13. März, symbolisiert. Dieser Nachbau ist Finn Patterson zu verdanken, der weiterhin Angebote zum Verkauf dieses Autos ablehnt. Und warum sollte er das tun? Immerhin hat er einen speziellen Führerschein für den 313, unterschrieben von dem Mann, ich meine, der Ente selbst. Nummer 5. Ecto-1-Wagen von Ghostbusters. Wen wirst du anrufen, wenn du jemanden brauchst, der die Ecto-1 aus Ghostbusters im wirklichen Leben erstellt? Diesen Typen. Der Ghostbusters-Fanatiker Lauren Baldwin verbrachte 2 Jahre mit der Suche nach den richtigen Teilen und weitere 6 Monate damit, sie zusammenzusetzen, um seinen eigenen Ecto-1 zu bauen, das schicke Auto, das das Ghostbusting-Team transportierte. Er schuf unter anderem das Fahrgestell eines Miller-Meteor von 1959 und die Karosserie eines alten Krankenwagens und Leichenwagens. Lauren sagte, er habe das Auto schließlich nach 8 Jahren, in denen er auf der Suche nach einem anderen Auto war, durch Zufall gefunden. Es kostete ihn $2,500 für das Auto selbst und $20,000 für den Umbau, was seiner Ansicht nach ohne die Hilfe örtlicher Geschäftsleute mehr als $100,000 gewesen wären. Der Umbau umfasste die Installation eines Speichertanks für Geister und funktionierende Blaulichter. Lauren fährt gerne mit seiner Ecto-1 durch New York City und nimmt sie zu Wohltätigkeits- und Prominentenveranstaltungen mit. Sei also darauf vorbereitet, etwas Seltsames zu sehen, wenn du mal in New York sein solltest. Nummer 4. Geheimnisvolle Maschine. Von einem Team, das Geister anfängt, bis hin zu einer Bande von sich einmischenden Kindern, die Geister untersuchen, ist es kein Geheimnis, warum Scooby-Doo-Fans dieses groovige Fahrzeug, das als die Mystery Machine bekannt ist, nachbauen wollten. Es scheint, dass mehrere Fanatiker versucht haben, das Haupttransportfahrzeug für Fred, Daphne, Velma, Shaggy und Scooby-Doo nachzubauen. Zum Beispiel diese Nachbildung, die von Ideal Classic Cars, einem in Florida ansässigen Verkäufer zeitloser Automobile, verkauft wurde. Das Basisfahrzeug ist der 1972er Ford E200 Econolan Van, dessen Außenlackierung mehr als $15,000 kostete. Es wurden keine Details gespart, da dies angeblich von einer Requisiteurin für eine Fahrt in Disney World durchgeführt wurde. Die Sitze waren in den Mystery Machine Farben gepolstert und es gibt sogar einen Geisterdetektor über der Kabine. Oder sieh dir diese Nachbildungen an, von denen eine von jemandem auf einem Parkplatz entdeckt wurde und die andere eine Verwandlung eines der ältesten, heruntergekommensten Lieferwagen ist, die man je gesehen hat. Nummer 3. Interceptor von Mad Max. Colin Gibson ist der Produktionsdesigner, der für alle Autos in Mad Max Fury Road verantwortlich ist. Er war mit seiner Crew in Australien unterwegs, um die richtigen Autos mit dem richtigen Charakter für George Millers Neustadt von Mad Max zu finden. Im Gegensatz zu CGI, wie sie heutzutage in so vielen Filmen verwendet werden, wurden fast 200 Fahrzeuge hergestellt und alle mussten für die Dreharbeiten funktionsfähig sein. Zum Beispiel das Heldenauto des Films, der Interceptor. Die Originalversion, ein 1974er XB Ford Falcon Coupé von 1974, taucht am Anfang des Films auf, ist aber beschädigt und kommt auf einen neuen Geländewagen mit neuen Rädern, einer neuen Aufhängung, einem neuen Fahrgestell und bewaffnet zurück. Der Film ist im Grunde der Traum eines Autoliebhabers, daher verdienen auch die anderen coolen Fahrzeuge im Film Aufmerksamkeit. Der Giga Horse ist das Anti-Heldenauto, das aus 2 1959er Cadillac Coupe de Ville besteht und wie ein Thron von Immortan Joe gefahren wird. Es ist ein absolutes Biest von einem Fahrzeug, komplett mit zwei aufgeladenen V8-Motoren, die die doppelten Traktorräder auf der Rückseite antreiben. Ein weiteres Fahrzeug, das Erwähnung verdient, ist der War Rig, das zentrale Fahrzeug des Films. Es wurde auf einem Tatra gebaut, einem tschechoslowakischen, geländegängigen Ex-Militärlastwagen. Er verfügt über einen 6-Rad-Antrieb und wird von 2 aufgeladenen V8s angetrieben. Anschließend wurde ein Chevy Fleetmaster aus den 1940er Jahren an die Rückseite des Fahrerhauses geschweißt und eine Käferkabine an den Tanker montiert.
Ein weiteres wichtiges Fahrzeug im Film ist das Rictus Erectus Fahrzeug Bigfoot, ein Dodge Fargo Pickup aus den 1940er Jahren, der auf einem Monster Truck Fahrgestell steht und damit mehr als genug Platz für die Stunts im Film hat. Ein weiteres cooles Fahrzeug und noch härter als sein Name ist der Peacemaker, ein modifiziertes Hoe und Hoe Ripsaw, Extreme Vehicle One mit einer Valiant Charger Karosserie und schließlich das verrückteste Fahrzeug des Films, der Doof Wagon mit Lautsprechern, Scheinwerfern und einem Gitarrist, der eine flammende Gitarre hat. Ich meine, komm schon, was braucht man mehr? Nummer 2, Knight Riders Kid. In den 80er Jahren war es der Traum jedes Kindes und möglicherweise auch vieler Erwachsener, sich hinter das Steuer eines der coolsten Autos zu setzen, das je im Fernsehen gezeigt wurde. Knight Riders Kid. Dieser Kid-Enthusiast beschloss, einen Schritt weiter zu gehen und seinen eigenen Kid zu bauen. Er brauchte 3 Jahre, denn Chris Palmer brauchte 5 Trans-Amps, mehrere maßgefertigte Teile, unzählige Arbeitsstunden und die Großzügigkeit seiner Freunde, um diesen Traum zu verwirklichen. Am Ende glaubte er, dass sich das alles gelohnt hat, da sein Modell dem Original von 1982 sehr nahe kommt. Alles funktioniert und klingt so, wie Kid sich im Film angehört hat. Und bevor wir unsere Nummer 1 verraten, hier noch einige ehrenvolle Erwähnungen. Verrückter Rennwagen. Wacky Races war eine von Hanna-Barbera produzierte Zeichentrickserie, die 17 Episoden lang lief. Jede Woche kämpfte eine Gruppe von kauzigen Figuren und Fahrzeugen in einem Cross-Country-Rennen um den Titel des verrücktesten Rennfahrers. Aber nichts könnte verrückter sein, als dieses Ergebnis im Rahmen des Goodwood Festival of Speed zum Leben zu erwecken. Die realen, funktionstüchtigen Nachbildungen der verrückten Fahrzeuge wurden jedes Jahr enthüllt, bis der Elversatz im Jahr 2008 fertiggestellt war. Die Autos unterschieden sich nicht von den Cartoon-Versionen und die Fahrer kleiden sich genau wie die Charaktere. Das war auf jeden Fall ein verrückter Spaß. Der DeLorean. Ollie Wilkie aus Südwestengland besitzt nicht nur einen, sondern gleich 2 DeLorean-Wagen. Es ist das berühmte fliegende Auto, das von Doc Brown in der Back to the Future-Serie gefahren wurde. Ollie kaufte seinen ersten DeLorean im Mai 2012 und verbrachte 18 Monate damit, daran zu arbeiten, bevor er einen DeLorean kaufte, der von einem ehemaligen NASA-Ingenieur und Auftragnehmer der Universal Studios gebaut wurde. Obwohl es nicht in der Lage ist, durch die Zeit zu reisen, hat dieses Modell alles voll von programmierbaren Zeitschaltungen bis hin zu einem Flusskondensator und einem Mr. Fusion Home Energy Reactor. Wenn es 88 km/h erreicht, ertönt eine Reihe von Licht- und Zeitreisegeräuschen und kann sogar in einen Schwebekonversationsmodus versetzt werden. Wie Doc sagte, wenn du eine Zeitmaschine in ein Auto einbauen willst, warum tust du das dann nicht mit etwas Stil? Nummer 1. Batmobile. Welches Filmauto ist ikonischer als das Batmobile? Selbst wenn du kein Fan von Comics oder Filmen bist, kannst du nicht umhin zuzugeben, dass das Batmobile ziemlich cool ist. Der Australier Zach Mihailovic war dieser Meinung, als er sich daran machte, sein ganz eigenes Modell des Autos aus dem Film von 1989 mit Michael Keaton in der Hauptrolle als Kreuzritter mit Umhang zu bauen. Bei einer Hollywood-Auktion fand er die Originalteile, die im Grunde als Ersatz gedacht waren, falls das im Film verwendete Auto beschädigt werden sollte. Es kostet viel, dieses Fahrzeug zu betreiben, und Zach organisiert Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeiten, um dies zu decken. Wie ein wahrer Held lehnt Zach jedoch Angebote zum Verkauf des Batmobiles ab, damit er sich mit der Make-A-Wishing-Stiftung zusammentun und Träume für unheilbar kranke Kinder wahr werden lassen kann. Als Beweis dafür, dass das Batmobil mit der Zeit immer cooler wird, wurde diese Nachbildung des Trumpler-Batmobils, das in den Dark Knight-Filmen verwendet wurde, 2014 für 1 Million $ zum Verkauf angeboten. Ungefähr der gleiche Betrag, den der Bau des Autos für den Film gekostet hat. Da Christopher Nolan es vorzog, reale Dinge anstelle von CGI zu verwenden, wurden etwa 7 davon von der Custom Car Design Crew bei Warner Bros. Für die Dark Knight-Trilogie in echt gebaut. Komplett mit einem Heißluftballonbrenner für die Flammen, die hinten aus dem Auspuff kommen. Alles ist maßgefertigt, mit mehr als 30 cm Federweg für die Aufhängung, und der Bau des ursprünglichen Prototyps dauerte über 1 Jahr. Dieser verkaufte Prototyp umfasste 44 Zoll Reifen mit maßgefertigten Felgen, eine Stereoanlage mit Bluetooth und iPod-Integration sowie einen CD- und DVD-Player und einen 8-Zylinder-Motor. Ich weiß, dass er viele Jahre alt ist, aber come on Batman, ein CD-Spieler? Das geht doch noch besser. Aber das Beste ist, er ist absolut straßentauglich. Vielleicht bedeutet das, dass sie die Raketenwerfer entfernt haben. Ich vermute, manche Männer wollen einfach nur der Welt beim Brennen zusehen und andere wollen einfach nur im Batmobil durch die Straßen düsen.
Was meinst du dazu? Welches Filmauto ist dein Lieblingsauto? Gibt es noch ein anderes Filmauto, das du gerne hergestellt sehen würdest? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und danke fürs Zuschauen.